Unverpacktläden sind im Trend. Gut 90% der Deutschen sagen, das ist genau unser Beutelschema. Aber wie sieht das bei Fastfood aus? Was, wenn der gute alte Pizzakarton in Rente geschickt wird? Wir haben es ausprobiert. In dieser Pizzeria gibt es Pizza und Pasta zum Mitnehmen. Und zwar ohne Verpackung. Also im wahrsten Sinne des Wortes auf die Hand. Ihre Bestellung bitte? Ich würde einmal die Pizza. Die Prosciutto? Genau. Dreimal Gnocchi Gamberetti und einmal die Pizza Fungi. Genau. Sehr. Schnell bezahlen und schon fliegt der Teig. Pizza Margherita! Ja, dann bringt sie. Ah. Hallo! Hallo! Einmal Pizza Margherita, danke schön und guten Appetit. Kriegen wir auch eine Karte? Bitte? Eine Verpackung? Nein, nein, nein. Ab heute gibt es keine Verpackung mehr. Bei uns ist das zu Hause so, dass wir, also in Leipzig, dass wir das immer in Kartons bekommen, wo die Pizza eingepackt ist. Ah, in Leipzig gibt es noch Kartons? Ja. Aber hier nichts mehr. Echt nicht? Nee. Egal, mach ich halt eine Calzone draus. Machen wir einfach so, ich danke Ihnen. Gerne. Andere sind skeptisch. Ja, aber ein Karton oder sowas habt ihr gar nicht. Karton? Nee, Karton gibt's gar nicht mehr. Ich schau mal, ob ich was finde, okay? Ja, irgendwas da drauf. Erzähl das mal. Ah, Sie haben Glück. Gut, ich habe eine fast neue gefunden. Kein Problem. Fast neu passt zu Fast Food. Statt unverpackt wird umgepackt. Sollen wir es reinkippen? Ja. So. Lecker. Wollen Sie nach oben drauf? Das ist nein. Nicht? Gut. Er bekommt noch was zu lesen mit. Ist allerdings die Zeitung von gestern. Ja, Mann, weiter. Geht's? Ja, super. Ja, guten Appetit, ne? Mahlzeit. Und für den großen Hunger gibt's große Kisten. Service ist ja bei uns groß geschrieben. Ich habe was gefunden. So, jetzt geht sich aus. Knusprig ist sie auch, man kann es ganz klar sehen. Einmal. Können Sie schon mal halten. Gut, machen wir noch mal kurz eine Reisaktion. Gut. Gut. Machen wir es hier drauf. Machen Sie den auch noch da drauf, oder? Problem sind Spaghetti, ne? Die, also was machen Sie mit den Nudeln? Ja. Gute Frage. Hier die Antwort. Spaghetti Carbonara. Gut. Einmal, die anderen Nudeln kommen noch. Ich habe jetzt aber nichts zum Einpacken mitgebracht. Nicht? Nee. Haben Sie keine Handtasche oder so mit? Nein. Wir können jetzt die Kochlöffel auch nicht hergeben, die brauchen wir in der Küche. Ja. Halten Sie mal, ich kümmere mich um die anderen Nudeln, ich bin gleich wieder da. Dankeschön. Vielleicht findet ihr noch irgendwas, was könnt ihr nehmen? Da haben wir doch eine Tasche, da können wir doch unser Lader nehmen. Nee. Nicht? Vielleicht der Mundschutz? Es geht ja eh von Mund zu Mund. Also so. Haben Sie nicht noch irgendwas da? Wir haben nichts dabei. Na gut, dann müssen wir improvisieren. Also ja, wirklich ganz. Ich habe ja auch eine Pizza mitbestellt. Wie wird denn die Pizza geliefert? Halten Sie mal die Kelle, ich hole mal die Pizza. Ja. Oh. Ist die Pizza Fungi schon fertig? Zur Not muss der Topf auf dem Kopf, also der Helm, dran glauben. Oder Olli fällt noch was ein. Da haben wir zumindest die Pizza schon mal. Ich habe sie Ihnen jetzt frisch gerollt. Nehmen Sie die schon mal? Ja. Dann haben wir noch zweimal Nudeln. Aber ich kann ja aber so nicht tragen am Fahrrad. Weil das ist auch alles so ein bisschen suboptimal. Deswegen, ich hole den Topf. Ja, das ist nett. So, der Küchenchef hat ein Auge zugedrückt. Für eine Stunde könnte er den entbehren. Den kann ich nicht mitnehmen. Also wir könnten hier die Kelle reinhängen wegen dem Radfahren. Das könnte man hier so festhängen. Das ist schon mal relativ sicher. Mhm. So, wenn wir das Paketchen jetzt noch mit dabei legen. Haben Sie keinen Lenker, wo Sie das dranhängen können? Ja, wenn Sie es jetzt so dranhängen, das würde aber gehen. Und dann baue ich was für Sie. Ganz so glücklich bin ich nicht drüber. Nicht? Alles durchmischt, nicht unbedingt. Wie könnte ich Sie denn glücklich machen? Na, dann würde ich das gerne stornieren, dann komme ich irgendwann mal wieder, wenn ich Sachen mit habe. Nein, ich möchte, dass Sie mit einem Lächeln aus dem Geschäft gehen. Sie veralbern mich und ich hab's rausbekommen. Ich gehöre zu den coolen Leuten. Ich war schon drauf, dass Sie mich fragen, verstehen Sie Spaß? Und dann sage ich ja. Nee, ich frage Sie nicht. Ich zeig's dir.
Herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß. Aha, ja, prima. Oh nee! Ja. Liebe Verstehen Sie Spaß Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!